Ich würde gerne beginnen, aber in Abwesenheit der Ministerin ist das doof, aber ich habe sie schon gesehen. Also die Ministerin ist hier im Hause. Dann begrüßen wir Sie ganz besonders, die Ministerin. So, dann machen wir bitte weiter. Wir haben noch eine ganz schöne Tagesordnung vor uns und heute ist Donnerstag. Dann wollen ja insbesondere die Nordhessen noch früher als die Südhessen nach Hause fahren, weil sie auch ein bisschen weiter haben. Ich lese jetzt nicht die Tagesordnungspunkte vor, die wir noch alle offen haben, weil das würde Sie erschaudern und erschüttern. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 50, Entschließungsantrag der Fraktion der AfD mit dem Thema Handels- und Kooperationsabkommen zwischen EU und Großbritannien ist der Grundstein für starke hessisch-britische Beziehungen auch in Zukunft. Boah, ist das lang. Drucksache 5667 aus dieser 20. Legislaturperiode, da es der Setzpunkt der AfD ist, hat die AfD als Erste das Wort. Herr Kollege Woldorf, Sie sind damit gebeten, ans Pult zu kommen. Und meine herzliche Bitte ist, dass wir jetzt nicht mit den anwesenden 21 Kollegen meinen, wir müssten Krach für 150 machen, sondern wir sollten es ja schon im Rahmen halten. Herr Woldorf, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren in dezimierter Anwesenheit. Aber gut, kein Problem. Ich möchte jetzt zum Thema kommen, was in letzter Zeit nach unserem Dafürhalten relativ selten im parlamentarischen Raum stattfand, weil es ganz anders wichtige oder andere Themen gab. Aber trotzdem ist es wichtig, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Vorletzte Woche, meine Damen und Herren, fand die Europawoche 2021 statt. Wir alle haben uns gemeinsam mit vielen Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft Gedanken über die politische und wirtschaftliche Zukunft unseres Kontinents gemacht. Wir haben uns alle auch mit der Frage befasst, was für eine Politik Deutschland und wir in Hessen brauchen, um auch in den kommenden Jahren den großen europäischen und internationalen Herausforderungen dieser Zeit zu begegnen. Ich sagte es eben schon, ich persönlich hatte den Eindruck, dass jedoch die Europawoche zumindest parlamentarisch zu kurz gekommen ist. Meine Damen und Herren, deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir heute mit dem Thema hessisch-britische Beziehungen wieder ein wichtiges europapolitisches Thema auf der Agenda des Landtages haben. Das Europäische Parlament hat am 27. April mit überwältigender Mehrheit dem Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zugestimmt. Damit geht eine schwierige Phase voller Unwägbarkeiten, abschätziger Rhetorik und zäher, oftmals ergebnisloser Verhandlungen erfolgreich zu Ende. Mehrfach, meine Damen und Herren, stand die Gefahr eines ungeordneten Brexit im Raum, bei dem auf beiden Seiten großer Schaden entstanden wäre. Die Glaubwürdigkeit der Politik hat auch auf beiden Seiten stark gelitten. Und doch, meine Damen und Herren, können wir mit großer Erleichterung feststellen, dass alle Bedrohungsszenarien, die uns in den vergangenen Jahren beschäftigt haben, nicht eingetreten sind. Stattdessen haben wir Klarheit für die Menschen geschaffen. Mit Entschlossenheit können wir jetzt mit Großbritannien die politischen und wirtschaftlichen Zukunftsbeziehungen gestalten. Das ist im Interesse unseres Landes und das ist im Interesse der Menschen in Hessen. Das Vertragswerk sieht eine umfassende Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft zwischen beiden Parteien vor, wie wir sie als AfD-Fraktion schon seit Beginn der Legislaturperiode fordern. Klar, meine Damen und Herren, das Abkommen ist nicht perfekt. Es hat einige Schwächen, die von den entsprechenden Gremien des Europäischen Parlaments in den Beratungen kritisch angemerkt wurden. Dennoch ist es ein solider Kompromiss, in dem die Interessen sowohl der EU als auch der britischen Seite angemessenen Eingang gefunden haben.
Es ist eine robuste Grundlage für partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe. Einige Felder sind im Abkommen nicht vollwertig ausverhandelt worden, obwohl sie für das Land Hessen maßgeblich wären. Dies sind in etwa das Datenschutzrecht, Finanzdienstleistungen oder die justizielle Zusammenarbeit in der Zivil- und Familiensachen, also in Zivil- und Familiensachen, um nur eine Auswahl zu nennen. Hier bitten wir die Landesregierung, dass sie dies auf Bundes- und EU-Ebene vorbringt und darauf hinwirkt, dass diese Dinge nachverhandelt werden. Meine Damen und Herren, es ist festzustellen, dass Großbritannien auch nach dem Brexit ein starker und wichtiger Partner bei der Bewältigung europäischer und internationaler Herausforderungen bleibt. Wirtschaftlicher Wohlstand und freier Handel, Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Forschung, Innovation und Umweltschutz, aber auch eine starke Sicherheitszusammenarbeit im Kampf gegen Cyberkriminalität und den global agierenden Terrorismus. Für all diese Zukunftsfragen brauchen wir ein abgestimmtes Handeln mit dem Vereinigten Königreich als starken Partner. Und auch deshalb müssen wir durch eine enge Kooperation in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Kultur, Tourismus und Vertiefung kommunaler Partnerschaften die hessisch-britischen Beziehungen stärken. Das Handeln- und Kooperationsabkommen ist ein Grundstein dafür. Für unseren exportorientierten und international ausgerichteten Wirtschaftsstandort Hessen sind enge Finanz-, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zum Vereinigten Königreich elementar. Das drückt sich nicht bloß in abstrakten Zahlen und Begriffen aus, sondern hat ganz konkrete Auswirkungen. Ich denke, meine Damen und Herren, dabei nicht bloß an den Bankenstandort Frankfurt am Main, sondern ich nenne hier beispielsweise auch die Wirtschaft in meinem Wahlkreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Auch dort befinden sich viele international agierende Unternehmen, zum Teil Weltmarktführer, die ein großes Interesse daran haben, dass wir hier faire und konstruktive Wirtschaftsbeziehungen gestalten. Am Erfolg dieser Beziehungen hängen nicht nur Wachstum und Wohlstand, sondern auch Arbeitsplätze von Menschen in unserer Region. Hessen muss daher auf Bundes- und EU-Ebene ganz aktiv dafür eintreten, dass auch in Zukunft faire Wettbewerbsbedingungen und ein gleichberechtigter Marktzugang für hessische Unternehmen sichergestellt sind. Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit den hessisch-britischen Beziehungen gäbe es noch viele weitere wichtige Themen anzusprechen, wie beispielsweise Erasmus. Aus zeitlichen Gründen fasse ich mich jedoch kurz. Es ist bedauerlich, dass sich das Vereinigte Königreich entschlossen hat, im Zeitraum 2021 bis 2027 nicht länger am Erasmus-Austauschprogramm teilzunehmen. Das ist ein fatales Signal für die jungen Menschen, die darin einen ganz konkreten Wert Europas sehen. Wir appellieren hier auch eindringlich an die britische Regierung, ihre Haltung zu überdenken und den nationalen Alleingang beim europäischen Bildungsaustausch zu beenden. In unserem Antrag haben wir hierzu auch mit Blick auf den Jugendaustausch eine klare Position formuliert. Für uns als AfD-Fraktion, meine Damen und Herren, ist klar, wir wollen auch in Zukunft starke politische und wirtschaftliche Beziehungen zum Vereinigten Königreich. Dabei respektieren wir die nationalstaatliche Souveränität und britischen Interessen. Gleichzeitig müssen wir zu Recht erwarten, dass die Interessen aller Akteure angemessen geachtet und respektiert werden. Abschließend bietet der Brexit durchaus Anlass zur Selbstkritik. Welche Prozesse und Fehlentwicklungen, meine Damen und Herren, haben dazu geführt, dass sich eine so wichtige Nation wie das Vereinigte Königreich dazu entschlossen hat, die EU zu verlassen? Ich bin doch gleich fertig, da könnt ihr schimpfen. Ja, könnt ihr schimpfen dann, aber lasst mich jetzt zu Ende kommen. Ich habe heute Morgen auch ohne zu schimpfen zugehört. Ist der Weg, den die EU derzeit geht,
der Richtige. Wann, wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, Demokratie und Subsidiaritätsprinzip wesentlich zu stärken. Diese Debatte ergebnisoffen zu führen, ist bereits ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich glaube, da wollte keiner so wirklich schimpfen. Nach Herrn Bolldorf ist jetzt Frau Fissmann bei meiner Lotterie, die Sie gebeten haben zu machen, dran. Frau Fissmann ist von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um Mitternacht des 31. Januar 2020 verließ das Vereinigte Königreich als erstes Land der Geschichte die Europäische Union. Nach einer Übergangsphase ist das Vereinigte Königreich nun seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf das von hier vorne wahrscheinlich für alle demokratischen Fraktionen sagen. Diesen Austritt bedauern wir alle außerordentlich sehr. Und dann vor rund. Frau Fissmann, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Herr Beaufort. Ja, bitte nicht. Vor rund 3 Wochen gab das Europäische Parlament seine Zustimmung zu einem Handels- und Kooperationsabkommen, welches dann am 1. Mai endgültig in Kraft getreten ist. Damit ist es gelungen, einen ungeordneten Brexit zu vermeiden. Wir begrüßen, dass es zwar eine Einigung über Handel und Kooperationen gibt und damit eine Basis für eine künftige Partnerschaft geschaffen wurde. Wir begrüßen zwar sehr, dass man sich nicht von den europäischen Menschenrechtskonventionen lösen will, dass das EU-Rahmenprogramm Horizont Europa zum Beispiel für Forschung und Innovation weitergeführt wird, dass hohe Sozial-, Umwelt- und Klimastandards weiter gelten. Ich bitte die Ortsgruppe Seligenstadt. Viele kleine Bausteine machen es möglich, das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich neu zu gestalten. Das Handels- und Kooperationsabkommen stellt die Beziehungen auf eine völlig neue Basis. Die Ergebnisse der intensiven Behandlungen, ja, sie sind zunächst einmal als Erfolg zu bewerten. Denn nie zuvor wurde ein solches umfassendes Abkommen der EU mit einem Drittstaat vereinbart. Es regelt jedoch nicht alles. Viele Bausteine fehlen. Es sind daher noch nicht, wie in Ihrem Antrag beschrieben, alle maßgeblichen Unsicherheiten geklärt. Würden nämlich all diese maßgeblichen Unsicherheiten geklärt sein, würde nicht eine mehrschichtige Steuerungs- und Regelungsstruktur geschaffen werden mit einem sogenannten Partnerschaftsrat und 23 weiteren Untergremien, damit alle nicht geklärten Fragen, Ergänzungen oder Änderungen im gegenseitigen Einvernehmen zukünftig verhandelt werden können. Um es bildlich darzustellen, wie viele sagen, der Brexit ist so, als ob man die Eier aus einem gebackenen Kuchen wieder herausholen wolle. Und daher können nie alle maßgeblichen Fragen mit einem einzigen Abkommen geklärt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir bedauern sehr, dass der Europäische Gerichtshof, diese Institution, innerhalb des Abkommens selbst keine eigenständige Rolle mehr spielt, dass es keine Vereinbarung auch über eine strukturierte Kooperation in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt, dass das Vereinigte Königreich nicht mehr am Austauschprogramm Erasmus teilnehmen wird. Das ist nicht nur eine enttäuschende Entwicklung für die Studierenden in Deutschland, sondern sorgt auch bei den Briten für großes Bedauern. Dass keine Regelungen bei der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen gefunden werden und dass zusätzliche Zoll- und Grenzformalitäten bestehen, was den Warenverkehr zwar weiterhin ermöglicht, jedoch sehr bürokratisch macht. Und dass vor allem Fragen im Finanzbereich ziemlich unklar geblieben sind. Im Ergebnis möchte ich das für meine Fraktion
sagen, wir bedauern das Ausscheiden eines wichtigen Partners aus den Institutionen der EU, ebenso wie den Austritt aus dem Binnenmarkt und den damit verbundenen Verlust der europäischen Grundfreiheiten. Um es vielleicht auch für die AfD-Fraktion hier einmal ein bisschen plakativer darzustellen, vor 2 Wochen, und ich denke, die meisten von Ihnen haben das verfolgt, eskalierte der Streit zwischen Großbritannien und Frankreich um Fischereirechte am Ärmelkanal. Zwei Militärschiffe patrouillierten vor der Küste der Kanalinsel Jersey, während Fischer aus Frankreich mit dutzenden Booten den Hafen blockierten und ihrer Wut mit Fackeln und Bannern Luft machten. Das Brexit-Abkommen sieht hier vor, dass die französischen Fischer in einer Übergangsphase nur bis 2026 weiterhin fischen dürfen. Danach werden die Fangrechte um 25% reduziert. Mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, schockieren diese Bilder, und mich erschrecken auch diese Bilder. Sieht so in Ihren Augen die Zukunft der Europäischen Union aus, wenn Sie das Handels- und Kooperationsabkommen begrüßen und im gleichen Antrag davon reden, dass der Landtag den Brexit als eindeutigen Beleg dafür werten soll, dass eine ehrliche und ergebnisoffene Debatte über Fehlentwicklungen und Reformbedarf der EU notwendiger denn je sei? Kriegsschiffe vor englischen und französischen Küsten? Das sind die echten Fehlentwicklungen, 76 Jahre nach Kriegsende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und an diesem Beispiel sehen wir, wo jetzt auch schon Nachbesserungsbedarf besteht. Denn genau hier ist der Knackpunkt. Wir brauchen akzeptable Lösungen für den Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern, faire Wettbewerbsbedingungen sowie zuverlässige Regeln im Streitfall. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Europa muss für uns das wichtigste nationale Anliegen Deutschlands sein, weil es in Zukunft für uns nur zusammengeht. Die AfD hingegen beschließt auf ihrem Bundesparteitag den Austritt Deutschlands aus der EU. Das ist völlig absurd. Und die Kritik über die Zugehörigkeit zur EU hat nun den Gipfel erreicht. Die Aussage, dass der Austritt nötig sei, weil, ich zitiere, die EU sterben muss, wenn Deutschland leben will, zeigt, wie fernab von jeder Realität sich die AfD bewegt. Solch ein Widerspruch auf Bundesebene, die EU kaputt machen wollen, und hier im Hessischen Landtag einen weichgespülten Antrag zu formulieren, der alles relativieren soll, das ist kaum zu ertragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden immer wieder vor gemeinsamen Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Und Corona zeigt uns, es hält nicht an Landesgrenzen und kann aus unserer Sicht nur weltweit bekämpft werden. Die AfD hingegen hält einen Präsenzparteitag mit über 550 Delegierten ab und fordert in der Corona-Resolution, den staatlich verordneten Lockdown sofort zu beenden. Wir sind der Auffassung, dass zu den größten europäischen Errungenschaften Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zählen, und akzeptieren nicht, dass populistische und nationalistische Regierungen die Unabhängigkeit der Justiz und grundlegende Rechte beschneiden. Wir wollen, dass Europa Vorreiter bei der internationalen Krisenbekämpfung und beim Schutz der Menschenrechte ist. Wir wollen eben keinen stumpfen Nationalismus oder rückwärtsgewandte Politik. Wir wollen das Klima schützen und eben nicht den Klimawandel leugnen. Wir halten an der in der Corona-Krise begonnenen gemeinsamen Investitionspolitik in Europa fest. Für uns ist der Austritt Deutschlands aus der EU keine Wahlkampfstrategie. Das ist für uns ein Hirngespinst. Und wir wollen zuletzt auch durch die Vollendung der Bankenunion einen europäischen Kapitalmarkt
mit der Besteuerung von Großkonzernen, einer CO2-Grenzabgabe, neuen Einnahmen aus dem Emissionshandel und wollen Steuerdumping zwischen den Mitgliedstaaten stoppen. Das geht eben nur gemeinsam und nicht alleine, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werten den Brexit nicht als eindeutigen Beleg über Fehlentwicklungen und Reformbedarf in der EU. Und wir begrüßen, dass das Vereinigte Königreich nicht völlig aus dem Politik- und Regulierungsumfeld der Europäischen Union verloren zu haben und dass damit sozusagen auch eine andere Regelung bei sogenannten Drittstaaten geschaffen wurde. Und ich möchte zuletzt an dieser Stelle noch zwei Sachen betonen, dass wir uns schon Sorgen um die Entwicklung in Nordirland machen. Und am Ende meiner Rede ist mir dabei noch eines ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir rufen dem britischen Volk zu, solltet ihr jemals wieder eine Mitgliedschaft in der EU anstreben, stehen die Türen jederzeit offen. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Fissmann. Als nächstes Tobias Utter für die Fraktion der CDU. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, an Weihnachten 2020 wurden wir durch ein besonderes Geschenk überrascht. In letzter Minute konnte der sogenannte harte Brexit verhindert werden. Ein umfangreiches Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich regelt die Beziehungen nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Meine persönlichen Erwartungen, dass eine siebenfache Mutter letztlich mit einem Premierminister, der sich immer wieder wie ein ungezogenes Kleinkind benimmt, zurechtkommen wird, wurden also nicht enttäuscht. Es ist gelungen, aus einer wirklich schlechten Situation immerhin noch das Beste zu machen. Dies war vor allem möglich, weil die EU mit großer Geschlossenheit aufgetreten ist. Es war eine Fehlkalkulation der Brexiteers, dass man im Laufe der Verhandlungen einen Keil zwischen die Mitglieder der EU treiben könne. Doch wahr bleibt, dass die neuen Vertragsbeziehungen eine deutliche Verschlechterung gegenüber der vorherigen Mitgliedschaft Großbritanniens darstellt. Und dies gilt vor allem für Großbritannien. In der FAZ vom 29. März konnte man lesen, dass drei Monate nach dem endgültigen Brexit vor allem kleine britische Unternehmen unter den Zollformalitäten leiden. Rund ein Viertel von ihnen hat einer Umfrage zufolge seinen Ausfuhr in die Europäische Union gestoppt. Zitat: Die andauernden Handelsprobleme nach dem Brexit machen kleine Exporteure in Großbritannien weiterhin zu schaffen. Einer Umfrage zufolge hat fast jedes vierte Unternehmen seinen Ausfuhren in die Europäische Union gestoppt, wie der Branchenverband Federation of Small Businesses am Montag mitteilte. 4% hätten ihr EU-Geschäft bereits vollständig aufgegeben, 10% würden dies erwägen. Einige Exporteure planten, eine Präsenz in einem EU-Staat aufzubauen, und hätten dies bereits getan. Jedes zehnte Unternehmen prüfe den Aufbau von Lagerkapazitäten außerhalb Großbritanniens. Drei Monate nach dem endgültigen Brexit hätten Exporteure weiterhin Probleme mit unglaublich anspruchsvollem, ungewohntem Papierkram. Was Kinderkrankheiten sein sollten, droht nun zu dauerhaften, systematischen Problemen zu werden. Größere Unternehmen hätten die notwendigen Ressourcen, aber kleine Händler müssten überlegen, ob Export den Aufwand überhaupt noch wert ist. Zitat Ende. Und eine Zahl vielleicht noch. Das britische Statistikamt zufolge brach die britischen Exporte in die EU von Dezember bis Januar um knapp 41%, die Importe um 29% ein. Das entspricht insgesamt 12,2 Milliarden Pfund. Also der Brexit hat sehr wohl gewaltige Auswirkungen auf die gegenseitigen Beziehungen. Die Landesregierung
hat durch ein umfassendes Beratungsprogramm unsere hessischen Unternehmen dabei unterstützt, mit den Folgen des Brexit zurechtzukommen. Und das war durchaus sehr erfolgreich. Doch der Brexit ist wahrlich kein Vorbild für Deutschland. Der Austritt aus der EU, wie er Teil des Wahlprogramms der AfD ist, hätte verheerende Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und wäre mit einem massiven Wohlstandsverlust verbunden. Was treibt eigentlich die AfD bei ihrem Kampf gegen die EU? Gerne wird die Mär verbreitet, Deutschland sei der Zahlmeister der EU. Doch wie sehen die Fakten aus? Ja, wir zahlen den höchsten Beitrag am Haushalt der EU. Doch gleichzeitig erhalten wir Mittel zurück im Rahmen der Programme. Aber es wird noch besser. Wir profitieren auch von den Mitteln, die in die anderen EU-Länder fließen. Wir ziehen einen Nutzen daraus, dass die Infrastruktur in unseren Nachbarländern mit Mitteln der EU kontinuierlich verbessert werden. Wir profitieren davon, wenn der Wohlstand in Europa wächst. Denn was würde es uns nutzen, wenn wir hervorragende Produkte herstellen, die uns aber niemand abkaufen kann? Geben ist seliger als nehmen. Das ist ein christliches Prinzip. Doch dahinter verbirgt sich auch eine ökonomische Wahrheit. Mit Hilfe der EU haben zum Beispiel Polen, Ungarn, Tschechien, Litauen, Estland, Lettland und Kroatien im Bereich der Wirtschaft enorme Fortschritte gemacht und sind für uns wichtige Handelspartner und Absatzmärkte geworden. Ich frage Sie, müsste es die AfD und die deutsche Öffentlichkeit nicht nachdenklich machen, dass die Alternative für Deutschland so viel freundliche Zuwendung von Russland erhält? Bei einer Zerstörung der EU, wie sie von der AfD geplant ist, würden alte Abhängigkeiten in Mittel- und Osteuropa aufleben. Haben Sie sich einmal gefragt, warum Russland einen solchen Kurs der Konfrontation mit der EU fährt? Herr Rother, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Im Internet findet durch russische Hackerangriffe geradezu ein Krieg statt. Und eine Desinformationskampagne nach der anderen rollt durch die sozialen Medien. Dabei hätte eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit für beide Seiten große Vorteile. Doch der Machterhalt der Nomenklatura hat oberste Priorität. Dabei wird die EU zur Bedrohung. Nicht etwa wegen ihrer militärischen Fähigkeiten, die leider nicht mal zur Selbstverteidigung ausreichen, sondern durch ihr freiheitliches Gesellschafts- und Politikmodell. Autoritäre Regime sehen in der EU einen Feind, weil man hier sehen kann, wie ein friedliches und erfolgreiches Miteinander von großen und kleinen Nationen möglich ist. Die Gemeinschaft der Europäischen Union hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt, aber auch Reformbedarf erkennen lassen. Insbesondere die Corona-Pandemie hat sowohl Stärken als auch Schwächen der EU sichtbar gemacht. Darüber und über unsere Erwartungen an die EU müssen und wollen wir diskutieren. Bei der ersten öffentlichen Konferenz zur Zukunft Europas, die am 9. Mai begonnen hat, können Menschen aus ganz Europa ihre Ideen und Vorstellungen über die Europäische Union auf einer digitalen Zukunftsplattform diskutieren und unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten. Wie beantworten wir gemeinsam die großen Herausforderungen im Bereich der Globalisierung, der Sicherheit, des Klima- und Umweltschutzes und der Migration? Wir brauchen in vielen Fragen globale Antworten und ein starkes Europa für Kooperation und Verhandlungen auf Augenhöhe. Alle Bürgerinnen und Bürger sind daher herzlich dazu aufgerufen, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Wir wollen die Europäische Union weiterentwickeln. Der Brexit ist dafür ein ungeeignetes Modell. Vielen Dank, Herr Kollege Rother. Als nächstes Herr Schierböck für die Freien Demokraten, auch Liberale genannt.
Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Fissmann hat eben über den Antrag der AfD gesagt, es sei ein weichgespülter Antrag. In der Tat kommt dieser Antrag fast proeuropäisch daher, aber er feiert in Wirklichkeit nur den Brexit. Der Antrag ist eine gigantische Mogelpackung. Als Freie Demokraten bedauern wir immer noch die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen. Deutschland hat damit einen starken Partner für Marktwirtschaft, für solide Finanzpolitik und auch das Mutterland des Parlamentarismus verloren. Ihr Antrag, Kolleginnen und Kollegen der AfD, kommt ohne jedes Bedauern des Brexits aus. Sie fabulieren stattdessen von nationalstaatlicher Souveränität des Vereinigten Königreichs, als wenn diese jemand in Frage gestellt hätte. Und Sie appellieren dann ganz unten in Ihrem Antrag auch noch an die Stärkung nationalstaatlicher Souveränität. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist das schleichende Gift der Renationalisierung. Es ist das schleichende Gift der antieuropäischen Renationalisierung, die den Geist Ihres Antrages atmet. Es ist doch so, Sie versuchen letztlich, den Brexit als etwas Gutes zu verkaufen, um den von Ihnen geforderten Dexit, da haben Sie auf dem Parteitag auch gejubelt, den Schrecken zu nehmen. Europa ist aber unsere Zukunft, so sagte es schon Hans-Dietrich Genscher, sonst haben wir keine. Zweifelsohne finden sich in Ihrem Antrag auch einige vernünftige Hinweise, etwa zur künftigen Ausgestaltung der britisch-hessischen Beziehungen. Auch beschreiben Sie korrekt die Folgen des Ausstiegs Großbritanniens aus dem Erasmus-Austauschprogramm. Aber nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass der Ausstieg eine Folge des Brexit ist. Und es sind Ihre Brüder im Geiste, etwa der von Ihnen, auch Herr Bolldorf, so hoch verehrte Nigel Farage, die den Brexit und damit auch den Ausstieg Großbritanniens aus Erasmus verursacht haben. Sie sollten sich für Ihre Krokodilstränen, die Sie hier vergossen haben, schämen. Wenn wir als Freie Demokraten den Ausstieg aus Erasmus beklagen, dann nicht nur, weil, wie es Ihnen im Antrag heißt, vielen jungen Menschen in Hessen eine wertvolle Studien- und Arbeitserfahrung verwehrt wird, das auch, sondern auch, weil für uns die Programme wie Erasmus ein Beitrag zu einem gelebten Europa sind. Wenn wir uns wünschen, dass vielleicht eine andere Regierung in Großbritannien irgendwann einmal später wieder Erasmus aufleben lässt, dann wünschen wir uns das vor allem, weil wir hoffen, dass das europäische Feuer weiter in der europäischen Jugend lodert. Die Generation Erasmus und ihre Nachfolger im vereinigten Europa sind unsere Hoffnung darauf, dass dieses großartige Land in ein oder zwei Generationen seinen Beziehungsstatus wieder ändert und seinen Austrittsschritt wieder rückgängig machen wird. Großbritannien muss für uns immer herzlich willkommen sein in der Europäischen Union. Wir Freien Demokraten werden alles daran setzen, die Bindung zwischen Vereinigten Königreich und Europa nicht abreißen zu lassen. Der Ärmelkanal trennt uns geografisch, er sollte uns aber nicht in unserer proeuropäischen Einstellung und er sollte vor allen Dingen nicht die Menschen trennen. Ich bitte daher, die Landesregierung zu überprüfen, Frau Staatsministerin, inwiefern Deutschland oder Hessen Möglichkeiten eröffnen kann, dass junge Menschen von hessischen Universitäten nach Großbritannien und umgekehrt junge Briten nach Hessen kommen können, unter ähnlichen Rahmenbedingungen, auch finanziellen Rahmenbedingungen, die bislang im Erasmus-Austausch gegolten haben. Lassen wir es nicht zu, dass junge Menschen, die proeuropäisch eingestellt sind, unter der Abschottungspolitik von Boris Johnson, unter einer Abschottungspolitik à la AfD leiden müssen. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien sind wichtig. Keine Fraktion im Hessischen Landtag steht dem Freihandel offener gegenüber als die Freien Demokraten. Und das gilt natürlich auch für Freihandel mit Großbritannien. Lange vor der AfD haben wir Freie Demokraten im Hessischen Landtag gefordert, dass die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich durch ein Freihandelsabkommen geregelt werden.
Es war meine Vorgängerin als europapolitische Sprecherin, die heutige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, die hier 2017 formulierte: Die Frage ist doch, wie die Zukunft im europäischen und auch im deutschen Interesse gestaltet werden soll. Dabei werden wir letztendlich nicht um die Einsicht herumkommen, dass wir ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien brauchen. Ich glaube aber, dass das CETA-Abkommen eine Blaupause für den Freihandel mit Großbritannien sein könnte. Jetzt lobt die AfD das Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich, CETA, das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada lehnt sie aber weiter ab. Wer ein ungeklärtes Verhältnis zum Freihandel hat, der hat auch ein ungeklärtes Verhältnis zur Freiheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das sehen Sie anders, das weiß ich. Sie haben aber auch ein anderes Verständnis von Freiheit, Frau Kollegin Wissler. Ihr Verständnis von Freiheit, Frau Kollegin Wissler, ist nicht das Verständnis, das die Freien Demokraten haben. Ja, wir auch, wir auch. Und apropos CETA, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wo bleibt eigentlich das glasklare Bekenntnis der schwarz-grünen Koalition zu CETA? Hessen profitiert mehr als andere Regionen in Europa vom gemeinsamen Binnenmarkt. Wir sind exportorientiert, wir sind international, und deshalb hat Hessen ein originäres Interesse an weiteren Freihandelsabkommen. Und es ist sehr erstaunlich, wie schwer sich hier Schwarz-Grün tut mit einer Ratifizierung eines Freihandelsabkommens mit Kanada. Und Kanada nun ist ja wirklich kein Land wie Russland oder Venezuela, sondern eines der modernsten und fortschrittlichsten und weltoffensten Länder dieser Welt. Und wir fordern als Freie Demokraten CDU und Grüne auf, im Bundesrat CETA zu ratifizieren. CETA ist ein weiterer Schritt zu mehr Freihandel und eine Stärkung des europäischen Binnenmarkts im Welthandel. Stimmen Sie dazu und klären Sie auch Ihr Verhältnis zum Freihandel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, Sie loben in einem Anflug von Parlamentarismus das EU-Parlament, das Sie ja eigentlich schwächen wollen. Sie loben es für die Ratifizierung des Handels- und Kooperationsabkommens mit Großbritannien. Und es gibt in der Tat auf den 1400 Seiten auch ein paar gute Nachrichten. Die Frau Kollegin Fissmann ist auch auf das eine oder andere bereits eingegangen. Zum Beispiel bilateral keine Einfuhrzölle, keine Mengenbeschränkungen für den Import, einfach gestaltete Formalitäten, vor allem bei Autos, Medikamenten, Chemikalien und Wein. Die Beteiligung Großbritanniens zum Beispiel an Horizon Europe. Aber es sind auch viele Dinge nicht geregelt. Nicht im Abkommen geregelt sind Fragen zu Finanzdienstleistungen, ein gerade für Hessen spannendes Thema. Es wird abzuwarten sein, welche Regelung hier aus Zusatzabkommen getroffen werden kann. Denn klar ist die Vollendung der Kapitalmarktunion einerseits und faire Wettbewerbsbedingungen mit dem Finanzplatz London sind von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung des Finanzplatzes Frankfurt. Für den scheint sich aber die AfD nicht zu interessieren. Frau Kollegin Fissmann hat es ebenfalls bereits angesprochen. Vergessen wir auch nicht Irland, vergessen wir nicht Nordirland, vergessen wir nicht unsere irischen Freunde. Die Entwicklungen dort auf der irischen Insel geben als Folge des Brexit Anlass zur Sorge, dass der Frieden nach dem Karfreitagsübereinkommen brüchig wird. Daran kann niemand Interesse haben. Wir Freien Demokraten wollen die engen Beziehungen zu Großbritannien weiterentwickeln. Fördern wir also den kulturellen Austausch, den sportlichen, den gesellschaftlichen, den wirtschaftlichen, den wissenschaftlichen Austausch. Fördern wir persönliche Bindungen, lokal und regional. Ich rege an, Frau Ministerin Puttrich, konkret, dass wir eine Art siebte Partnerregion in Großbritannien anstreben. Stärken wir damit die Europafreunde auf der Insel. Stärken wir aber auch den gemeinsamen Binnenmarkt. Stärken wir das Europäische Parlament. Stärken wir die Europäische Union und schützen diese vor den Europahassern der AfD. Das sollte unser Auftrag sein als Demokraten, Hessen und Europäer. Vielen Dank.